Guten Morgen, ich begrüße euch zum Rückenfit-Kurs am Mittwochmorgen und wir starten auch direkt mit einem kleinen Warm-up mit der Mobilisation der Wirbelsäule. Was ihr heute benötigt, ist ein kleiner Ball. Wenn ihr jetzt nicht so einen Ball habt, wie ich ihn hier habe, ist das kein Problem. Ihr könnt gerne einen Schaumstoffball, einen Fußball, der nicht ganz so hart ist, vielleicht einen kleinen Gummiball, sowas in der Richtung könnt ihr benutzen. Ich wünsche euch ganz viel Spaß. Wir stehen einmal vor unserer Matte. Die Beine sind ein bisschen weiter an die Schulterbreite geöffnet. Fußspitzen schauen nach außen. Ihr steht locker im Knie, bitte nicht ganz durchdrücken, immer so ein bisschen locker. Das Becken ist aufgerichtet, die Schultern hängen locker. Und wir fangen mal an, die Schultern nach hinten zu kreisen. Nutzt hier gerne das volle Bewegungsausmaß, also bis zu den Ohren ziehen, nach hinten abrollen. Schulterblätter hinten zusammenziehen. Sehr schön. Das letzte Mal. Und wir wechseln einmal die Richtung von hinten nach vorne. Vier Stück noch. Drei. Zwei. Einmal noch. Sehr gut. Schultern einmal anheben bis zu den Ohren gefühlt und einmal fallen lassen. Gleich nochmal anheben und fallen lassen. Einmal noch. Sehr gut. Einmal auslockern. Füße einmal schließen. Wir kommen ein Step Touch nach rechts und links. Das heißt, ihr öffnet die Beine und zieht das andere Bein wieder ran. Die Arme gehen locker mit von vorne nach hinten. Sehr schön. Und streckst du die Arme vor und zurück. Handflächen zeigen zum Boden. Gerne ein bisschen Spannung im Bauch drücken. Und versuche gerne die Arme auf Schulterhöhe zu halten. Sehr schön. Jetzt die Arme nach oben. Auf und ab. Das viermal noch. Drei. Zwei. Letztes Mal. Einmal auslockern. Kick nach vorne. Ganz locker. Die Arme kreisen im Körper. Und noch vier, drei, zwei. Sehr schön. Komm einmal auf die Matte. Wir mobilisieren noch einmal die Wirbelsäule. Du bist in Vierfüßlerstand. Die Handgelenke sind jetzt unterhalb der Schulter. Und die Knie so etwa unterhalb der Hüfte. Und jetzt kommst du einmal ganz bewusst in ein Hohlkreuz. Lass den Rücken einmal fallen. Blick nach vorne. Lass dich einmal durchhängen und atme tief durch. Und mit dem nächsten Ausatmen wölbst du die Wirbelsäule nach oben, als würdest du mit einem Seil nach oben gezogen. Zieh dich ganz weit oben raus. Der Kopf kommt automatisch nach unten Richtung Brust. Halte hier und atme. Und ausatmen, kommst du wieder in die Bewegung nach unten. Lass den Rücken einmal hängen, der Kopf nach vorne. Atme tief ein. Ausatmen, schiebst du dich wieder nach oben. Atme tief ein.
Ausatmend lässt du den Rücken wieder fallen, schaust nach vorne. Einatmen, ausatmen, immer in die Bewegung kommen. Ausatmen, in die Bewegung nach unten und das Ganze noch viermal in deinem Tempo. Ein letztes Mal. Wir kommen wieder in die neutrale Position der Wirbelsäule. Schieb den Po einmal ganz nach hinten. Komm mit den Armen weit nach vorne, zu dem Oberkörper lang. Den Kopf kannst du gerne auf der Matte ablegen, wenn es möglich ist. Atme einmal in die Dehnung hinein. Sehr gut. Nimm die Arme einmal ran, die Handflächen zeigen nach oben. Roll den Oberkörper langsam auf. Nimm gerne einen Schluck zu trinken und dann starten wir. Gut, wir nehmen uns den Ball, kommen ins Sitzen. Platziert jetzt im liegenden Ball unter dem Po, sodass der Po jetzt erhöht auf dem Ball liegt. So, nimm jetzt die Beine in eine 90-Grad-Position und ihr merkt schon, jetzt müsst ihr das Gleichgewicht so ein bisschen ausbalancieren. Also die Rückenmuskulatur fängt jetzt an zu arbeiten. Gerne könnt ihr die Hände zur Seite ausbreiten. Habt ihr noch mehr Gleichgewichtsunsicherheit und müsst es ausbalancieren. Und spürt vor allem in die Bewegung hinein. Ruhig weiteratmen. Wir beginnen mit der ersten Übung. Ihr kippt euch mal die Beine langsam zur linken Seite, sodass ihr das noch halten könnt. Knie also Richtung Boden. Kommt zur Mitte zurück. Und einmal zur anderen Seite, soweit es geht. Wieder zur Mitte zurück. Noch einmal zur linken Seite. Wieder zur Mitte zurück. Und noch einmal nach rechts. Und wieder zur Mitte zurück. Sehr gut. Einmal ausbalancieren. Und jetzt streckt ihr einmal das rechte Bein, die Fußspitze zieht ihr zum Körper. Senkt das Bein zum Boden ab und zieht es wieder an. Gleiches auf der anderen Seite des linken Beins. Einmal strecken, absenken, Fußspitze zum Körper ziehen und wieder anziehen. Kommen wir jetzt in eine flüssige Bewegungsabfolge. Beine im Wechsel strecken, Fußspitzen zum Körper ziehen und beugen. Sehr gut. Dann probierst du einmal aus, ob es für dich besser ist, die Arme an der Seite ausgestreckt zu lassen oder sie entlang des Körpers zu strecken. Sehr gut. Noch 8 Mal auf jeder Seite. Die Spitzen bleiben zum Körper gezogen. Noch 6. Langsam arbeiten. Und 5 noch.
Mach 4. Nur noch zweimal. Die Spitzen sind angezogen. Und ein letztes Mal. Sehr gut. So, gerne einmal die Beine anziehen. Dann mal ein bisschen mit dem Becken kreisen. Schieb die Knie dabei im Uhrzeigersinn. Gut, nun streckt die beiden Beine nach oben ausgestreckt, wenn es geht. Auch wieder die Fußspitze zum Körper ziehen. Und nun öffnen wir die Beine, sobald es geht. Und schließen. Versucht die Beine möglichst weit oben zu halten. Wenn es in der Oberschenkelinnenseite ein bisschen zieht, ist das nicht schlimm. Die Spitzen bleiben angezogen, Beine sind möglichst gerade, langsames Tempo. Das Ganze noch viermal. Und drei. Und zweimal. Das letzte Mal. Gut, halt die Beine oben. Nächste Aufgabe, die Beine beide gleichzeitig nach unten abzusenken und wieder nach oben. Sehr schön. Beim Runterkommen atmest du aus, zieh die Fußspitzen zum Körper. Die Beine sollten gerade bleiben. Einatmen, kommst du wieder nach oben. Ausatmen, absenken. Bis kurz vor den Boden. Einatmen, kommst du wieder nach oben. Sehr schön. Das Ganze noch 8 Mal in deinem Tempo. So, ich habe noch 6. Noch 4 Stück. Zwei noch. Sehr gut. Die Beine einmal abstellen. Wir nehmen den Ball einmal unter den Po weg. Wir sollen einmal auf die Unterlage abrollen und nun spürst du einmal nach. Tief durchatmen. Sehr gut. Greif jetzt in die Kniekehle des rechten oder linken Beines. Komm mit etwas Schwung nach oben ins Sitzen. Trinke gerne einen Schluck. Und dann komm in die Bauchlage.
nehmen den Ball in die Hände und starten in der ersten Runde mit der Ballübergabe über den Rücken. Das heißt, der Oberkörper ist leicht angehoben, der Blick ist nach unten auf die Matte gerichtet. Rücken ist angespannt, wo auch. Die Beine kannst du gerne liegen lassen oder du hebst sie gleichzeitig an, das überlasse ich dir. Der Blick ist nach unten auf die Matte gerichtet. Nun hebst du die Arme an und übergibst jetzt hinten auf dem Rücken den Ball von der rechten in die linke Hand im Uhrzeigersinn. Versuch den Oberkörper aufrecht zu halten, angehoben. Gerne in einer Höhe halten. Du merkst jetzt, wie sich der Rückenstrecker festigt. In der einen Hälfte der Bewegung atmest du ein und in der anderen atmest du aus. Beginne mit dem Ausatmen. Atme jetzt ein. Blick nach unten, Kopf in Verlängerung der Wirbelsäule. Beine sind angehoben oder liegen auf der Unterlage. Sehr schön. 8 Runden noch. Und 7. Und 6 noch. 5. Noch 4. Zwei noch. Die letzte Runde. Sehr gut. Den Kopf einmal ablegen. Tief durchatmen. Bisschen lockern. Tu in den Pausen immer das, was dir gut tut. Wir wechseln einmal die Seite, das heißt, der Ball kommt in die linke Hand und wird auf den Rücken in die rechte Hand übergeben. Gleiche Ausgangsposition, Oberkörper anheben, wahlweise gerne die Beine dazu. Arme nach vorne ausstrecken, Blick nach unten, Kopf in Verlängerung der Wirbelsäule und nun kreist du gegen den Uhrzeigersinn und versuchst den Rücken stabil zu halten. In der einen Hälfte der Bewegung atmest du aus. In der anderen atmest du ein. Sehr schön. Blick nach unten. Oberkörper angehoben lassen. Noch 8 Runden. 7. 6 noch. 5. Noch 4. 3. Letzte Runde. Sehr gut. Und einmal entspannen, den Kopf ablegen. Tief durchatmen. Ein bisschen lockern.
Gut, eine Runde haben wir noch auf dem Boden. Jetzt legst du den Ball zwischen die Füße, hältst ihn dort fest. Der Oberkörper darf jetzt ganz entspannt liegen, der Kopf ist abgelegt. Wir arbeiten jetzt mit dem unteren Teil der Wirbelsäule. Der Ball ist fest zwischen die Füße gepresst und nun hebst du die Beine ab, inklusive der Oberschenkel. Also bitte nicht nur hier unten, da erreichen wir nicht den Rücken. Den erreichen wir erst, wenn wir die Oberschenkel anheben. Der Po ist fest angespannt. Kleine Bewegungen auf und ab, versuch ohne Schwung zu arbeiten und drück den Ball fest zusammen. Und die Beine nicht ganz ablegen, immer ein bisschen die Spannung halten. Gleichmäßig weiteratmen. Wir haben mal, wie die Muskulatur arbeitet im Gesäß und auch im unteren Rücken. Achte darauf, dass die Oberschenkel sich mit abheben. Sehr schön. Und das Ganze noch 8 Mal in deinem Tempo. 7. 6. 5 noch. 4. Ups, noch 3, da war der Ball weg. Noch 2 Stück. Und das letzte Mal. Sehr gut. Einmal ablegen. Tief durchatmen. Den Ball loslassen. Sehr schön. Komm einmal in den Vierfüßlerstand. Den Ball kannst du einmal zur Seite legen. Und noch mit dem Gesäß nach hinten zur Ferse. Arme weit nach vorne. Noch einmal den Rücken ganz lang ziehen. Sehr gut. Zurück in den Vierfüßlerstand. Einmal die Fußspitzen aufsetzen. Schieb dich jetzt nach hinten in die Hocke. Komm erst mit dem Po nach oben. Die Arme folgen und du rollst dich langsam Wirbel für Wirbel auf. Super. Trink gerne noch einen Schluck. Zur Hand. Wir stehen nochmal auf oder vor der Matte im bequemen Stand. Die Beine sind etwa schulterbreit geöffnet. Die Knie sind locker im Gelenk. Die Fußspitzen zeigen leicht nach außen. Der Rücken ist aufrecht, die Schultern hängen tief. Der Ball ist jetzt auf der rechten Seite am Oberschenkel eingeklemmt mit der Hand und du kommst du mit dem Oberkörper nach rechts unten, sodass der Ball sich jetzt nach unten schiebt und der Arm ebenso. Achte darauf, dass du gerade bleibst, dass du nicht nach vorne wegkippst, sondern wirklich eine gerade Bewegung ausübst. Noch einmal. Den Arm, soweit es geht, nach unten schieben und wieder zurück. Tief ein- und ausatmen, kommst du noch einmal in die Beugung zur Seite, soweit es geht. Beide Füße bleiben stabil auf dem Boden stehen. Sobald sich das Bein abhebt auf der linken Seite, nimmst du ein bisschen Spannung raus. Einatmen nach oben, ausatmen nach unten, einatmen nach oben, ausatmen. Und atme langsam und gleichmäßig.
bleiben. Fest. Zwei noch. Das letzte Mal. Beide Füße stehen stabil. Sehr schön. Einmal die Seite wechseln. Kurz lockern. Gut, nächste Runde. Schultern sind locker, Beine leicht gebeugt. Ball ist eingeklemmt. Und ausatmen, schiebst du dich nach unten. Soweit es geht. Beide Füße bleiben auf der Unterlage. Bleib aufrecht gerade. Einatmen, zurück. Langsame Bewegungen. Ball schön festhalten. Das letzte Mal. Sehr gut. Den Ball einmal nach vorne nehmen. Nochmal auslockern. Eine letzte Kräftigungsübung schaffen wir noch. Ich drehe mich einmal zur Seite, dann könnt ihr das besser sehen. So, ich stehe jetzt ein bisschen breiter als schulterbreit. Füße wieder leicht nach außen. Oberkörper ist aufrecht. Den Ball nimmst du in die Hand zwischen die Handflächen. Einmal zusammenpressen. Und kommst jetzt mit aufgerichtetem Rücken in einen Squat und schiebst dabei den Ball nach vorne. So, in der Endposition achtest du darauf, dass die Knie immer noch hinter den Fußspitzen sind. Bitte nicht in so eine Bewegung kommen, sondern die Knie bleiben hinten, der Rücken ist gerade. Und es ist so, als ob du dich auf einen Stuhl setzen möchtest. Kopf in Verlängerung der Wirbelsäule und die Arme sind weit ausgestreckt und halten den Ball. Komm wieder nach oben. Einmal durchatmen. Tief einatmen, ausatmen, schiebst du dich jetzt wieder nach hinten. Ball nach oben über den Kopf. Halt hier einen Atemzug inne. Ausatmen, schiebst du dich wieder nach oben. Atme ein. Ausatmend in die Position. Rücken gerade, Schultern tief. Kopf in Verlängerung der Wirbelsäule, die Knie bleiben hinten. Ausatmen, nach oben schieben. Zweimal noch. Und noch ein letztes Mal. Sehr schön. Gut, einmal auslockern. Komm einmal von der Matte runter, locker dich insgesamt einmal aus. Einmal durchschütteln. Prima, wir atmen nochmal ein. Und aus. Einmal. Und aus. Ein letztes Mal. Einmal durch die Beine nach vorne fallen, vor- und zurückschwingen. Den Oberkörper hängen lassen. Bisschen federn, ganz lockerer Oberkörper, die Füße erst schließen, langsam aufrollen, sehr gut, das war's für heute, super gemacht. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und wir sehen uns beim nächsten Mal, tschüss.